Im Chiemseehof haben Landeshauptmann Wilfried Haslauer und FPÖ-Clubobfrau Marlene Swatzek am Freitag die schwarz-blaue Koalition und ihre Eckpunkte präsentiert. Die ÖVP und die FPÖ haben sich in Salzburg in der Vergangenheit ja nicht immer gut riechen können. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in diese Koalition? Ja, das hat sich natürlich in den letzten 3,5 Wochen entwickeln müssen. Man hat sein Gegenüber kennenlernen müssen, weil wir kennen uns nur vom Landtag in einer völlig anderen Rollenaufteilung als Regierung und Opposition. Jetzt wussten wir, es liegt jetzt an uns, ein gemeinsames Regierungsübereinkommen auch zustande zu bringen und dann die nächsten 5 Jahre gut zusammenzuarbeiten. In den 3,5 Wochen kann sich natürlich nicht alles entwickeln, die stehen nicht für 5 Jahre, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Gespräche waren sehr wertschätzend, auch konstruktiv, man ist aufeinander eingegangen. Also es war weder bequem, noch sind die Fetzen geflogen, es war tatsächlich in der Mitte und es war uns beiden bewusst, welche Verantwortung und welche Erwartungshaltung wir da auch jetzt zu tragen haben. Und ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl jetzt auch in die nächsten 5 Jahre. Kann sich eine Beziehung innerhalb von 3 Wochen von Abneigung in Richtung Wertschätzung entwickeln? Wir haben ja keine Beziehung, was man ursprünglich unter Beziehung versteht, sondern es geht um ein professionelles Miteinander. Wir haben eine belastete Vorgeschichte aus der Wahl, wo es doch einen sehr heftigen Wahlkampf gegeben hat. Und ich habe auch der Frau Kollegin Swatzek gesagt, das muss aufgelöst werden. Und ich habe sehr klare Vorstellungen, wie Politik in ihrem Stil und in ihrer Kultur stattzufinden hat. Mit Toleranz, mit Wertschätzung, mit persönlichem Respekt, auch mit einer Sprache, die nicht ausgrenzt oder herabwürdigt. Und mir war wichtig, dass das ein neuer Boden ist. Und wie immer im Leben, auch in der Politik, geht es ja auch immer wieder darum, neu anzufangen, einen neuen Boden zu legen und einander die Hand zu reichen und mit guten Vorsätzen in die Zukunft zu gehen. Und mir war wichtig, dass wir das in der Präambel festschreiben. Das ist die Brücke unserer Zusammenarbeit. Und jetzt kann auf dieser Basis weiteres wachsen. Gehen Sie jetzt mit hundertprozentiger Überzeugung in diese Koalition oder mit ein bisschen gemischten Gefühlen? Jede Koalition hat Vorteile und Nachteile, mit welcher Partei auch immer. Aber ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass von den vorhandenen Möglichkeiten und auf Grundlage des Arbeitsprogrammes, das wir gemeinsam erarbeitet haben, diese Variante die beste ist. Und die Realität und der Alltag wird zeigen, ob ich mich in dieser Einschätzung richtig wiederfinde. Jetzt hat es heute hier im Innenhof des Chiemseehofes schon einen kleinen Protest gegen die schwarz-blaue Koalition gegeben. Für Montagnachmittag ist eine größere Demonstration angekündigt mit 600 bis 1000 erwarteten Teilnehmern. Ich habe es heute gesehen, also 10 Personen, die da sehr lautstark demonstriert haben. Ich sage einmal so, das sind 10 sehr laute Menschen, aber was wir in den letzten Wochen auch gemerkt haben, auch während der Regierungsverhandlungen, da draußen ist die Stimmung eine ganz eine andere und da herrscht eher vor, dass man uns messen soll an den Daten, daran, was wir dann im politischen Alltag auch weiterbringen und das stimmt uns sehr positiv und ja, alles andere, jeder hat seine politische Meinung, die gestehe ich auch jedem zu und jeder kann das natürlich auch kundtun, aber ich glaube, man muss dann schon auch einmal akzeptieren, dass es eine Mehrheit gibt in diesem Bundesland und dass diese Mehrheit aus ÖVP und FPÖ besteht. Auf Bundesebene hat sich die FPÖ zuletzt ja nicht als sehr stabiler Regierungspartner entpuppt. Wie lange wird diese Koalition in Salzburg halten? Ja, definitiv 5 Jahre. Mit diesem Anspruch gehen wir auch in die Koalitionsbildung, dann auch in die Angelobung. Ich glaube, die Salzburger Landespartei hat sich so entwickelt, dass wir wirklich ein stabiler, verantwortungsbewusster Partner auch sind. Wir haben auch bewusst diese Entscheidung getroffen, Verantwortung zu übernehmen. Das passiert ja nicht nur, sondern da muss die gesamte Partei auch mit eingebunden werden. Da müssen alle mitziehen, auch die Funktionäre in den Gemeinden. Und ich bin da guter Dinge, dass das jetzt auch in den nächsten 5 Jahren sehr gut gelingen wird. Wie lange wird diese Koalition halten? 5 Jahre.